Wir werden heute mal eine neue Challenge machen, denn jedes Mal, wenn ich einen Laden ausraube, muss ich wieder ein neues Auto nehmen. Und wir fangen natürlich mit dem schlechtesten Auto an, das ist halt der VW hier. Und Leute, der fährt sich maximal kacke. Also ich bin ja lange nicht mehr VW gefahren, ne? Aber das Ding hier ist... kommt nicht voran, Mann. Deswegen, wie gesagt, werden wir es erst ausrauben, weil ich muss diesen Wagen loswerden. Das heißt, wir suchen uns erstmal was Einfaches. Das wäre dann in dem Fall hier eine kleine Mini-Robbery. Hier ist aber kein Automat, weil ich würde gerne einen Automaten haben, den man ausrauben kann. Wäre auf jeden Fall schnell, um dieses Auto dann zu wechseln zu können. Deswegen suchen wir kurz schnell einen Automaten hier mal in der Innenstadt nach. Wo hier ist, glaube ich, auch einer im Park immer, ne? Am Park ist eigentlich auch immer einer. Mal gucken, ob wir das Kriminelles hier tun können. Oh ja, da ist einer. Perfekt. Guck mal, also können wir sofort das den VW ablösen und dann gleich sofort uns ein neues Auto holen hier. So, einmal her damit. Gib mal her den guten Stoff hier. Zack. Mach auf. Perfekt. So, jetzt müssen wir beeilen, sonst kommt die Polizei gleich. Und wir klauen einmal kurz den Inhalt. Der war aber richtig wack, ehrlich gesagt. Egal. Wir gehen hier rein. Zack. Und weiter geht's mit dem nächsten Auto. Das heißt, wir müssen kurz das Auto mal wechseln und dürfen uns das nächste Auto jetzt holen. Wie gesagt, ganz einfache Challenge. Nichts besonders Großes. Und wir sagen, dann machen wir gleich als nächstes eine Tankstelle. So. Wo ist denn der Autoladen? Der ist um die Ecke. Hier ist er. Packt hier. Zack. Einmal hier rum. Zack. Oh, 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 oh. Und perfekt. So, schnell Auto wechseln, bevor noch die Polizei kommt. So, unser nächstes Auto, das steht schon hier, ist nämlich der BMW Cabrio aus dem Game Pass, wie gesagt. Nehmen wir mal den als nächstes. Ist an sich ein geiles Auto, nur, naja, fährt halt keiner halt so richtig. Und ich würde sagen, den können wir auch gleich easy skippen, indem wir jetzt mal kurz hier den Ladenraub machen, der gleich hier um die Ecke ist, die Ares-Tankstelle ausrauben. Können wir hier durchpassen? Geht das? Geht das? Geht das? Und wir skippen das. Perfekt. Super. So, einmal kurz hier hin. Einmal kurz hier anhalten. Tankstelle sieht noch. Oh nee, die wurde schon ausgeraubt. Oh, kacke. Okay, dann müssen wir eine neue Tankstelle nehmen. Nehmen wir den Werkzeugladen. Werkzeugladen geht auch. Ist auch ein Laden. Können wir ausrauben. Abfahrt zum Werkzeugladen. Wir fahren gerade voll im Kreis. Voll dumm gerade. Aber egal. Auf jeden Fall fahren wir zum Werkzeugladen und wenn es den nochmal hier ausrauben, auf ganz easy, oh, schnell noch über Rot, so, oder Gelb, was das war, einmal rüber, zack, passt schon. So, hoffen wir mal, dass der nicht ausgeraubt ist. Reingehen und der ist auch schon ausgeraubt. Meine Güte. Also heute ist der Laden aber echt hier leer, immer du. Okay, dann fahren wir zum nächsten... Aber fahren wir zum Hofladen. Hofladen ist immer geil, weil das bringt immer fett Cash auf jeden Fall. Fahren wir zum... Oh, oh mein Gott. Fahren wir zum Hofladen. Einfach kurz illegal hier über Land und Wiese. Oh Gott, hier sind da diese Felder, hab ich vergessen. Oh, oh mein Gott, Leute, wie der Wagen rutscht bei Schnee. Das ist echt krass. Warum haben wir den Schnee nicht auch drüben in der normalen Stadt? Verstehe ich immer noch nicht. Aber okay, fahren wir kurz zum Hofladen. Hoffen wir, dass der Hofladen nicht ausgeraubt ist, weil der, Leute, der bringt echt fett Knete immer rein. Das ist mega geil. Also der hier, Real Talk, bester Laden aller Zeiten. EOWS zum Ausrauben. Abgesehen natürlich von der Bank, aber jetzt ist ja kein Laden. So, ach, perfekt, okay. Hofland ist nicht ausgeraubt. Dann beginnen wir mal hier. Oh, perfekt. Guck mal, wie viel Geld hier mal rausspringt. Oh mein Gott. Okay. Dann sammeln wir das Geld jetzt ein. Hoffen, dass keine Polizei kommt, weil ich habe keine Waffen dabei. Machen wir mal ohne Waffen, weil dann ist natürlich wesentlich spannender, wenn dann hier welche kommen. So, einmal alles einsammeln hier. Zack, zack, zack. Boah, also Hofladen, wirklich bester Laden. EU West. So, komm. Vorletzter Barren. Oder... Geld. So. Nein, ich will nichts kaufen. Hallo. Stopp. Und einmal den hier. So. Und zack. Easy. Und weg hier. Und weg hier. Und weg hier. Und weg hier. Perfekt. Dann haben wir den Laden. Würde ich sagen, auch erfolgreich ausgeraubt. Das heißt, wir dürfen wieder zurück zum Autohändler latschen und dürfen uns dann jetzt das nächste Auto holen. Mal gucken, was unser nächstes Auto hier wird. Das kann auf jeden Fall richtig interessant werden. Deswegen fahren wir mal kurz schnell zurück. Wieder zu unserem Laden des Vertrauens. Mal gucken, welchen Wagen wir uns als nächstes schnappen. Wie gesagt, wir upgraden mal ein bisschen, weil als nächstes würde dann der Juwelier anstehen oder eine weitere Tankstelle at least. Weil Tankstelle hatten wir ja noch nicht. Das wäre nur der Hofladen. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. So. Und wir sagen, dann switchen wir kurz mal das Auto. Okay, auf meiner Liste vom nächstgelegenen Auto, das ich besitze, ist lustigerweise der Sprinter. Also machen wir jetzt einmal mit dem Sprinter mal den nächsten Raub. Ich glaube, sowas ist immer lustig mit so irgendwelchen random Autos, die einfach gar nicht so dafür gemacht sind, einfach Sachen auszurauben. So. Wir gucken mal, wo ist hier der nächste Laden? Der nächste Laden wäre... der Juwelier. Okidoki, dann versuchen wir einen Juwelier zu machen. So, mal kurz hier rauf. Boah. Und dann auch mal hier durch die Stadt. So, easy. Oh, Bank wird schon ausgeraubt. Ah, ich habe vergessen, hier ist eine Barriere jetzt am neuesten. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr raubt mal den Juwelier aus. Sollte funktionieren. Ah, da war jetzt das rote Licht. Sind da nicht Polizisten dort an? Ich sehe kein Geheule von Polizeiwagen irgendwie. 4 Polizisten. Oh, okay, die waren alle im Juwe. Oh. Okay, Juwelier wurde auf anscheinend hier schon ausgeraubt. Ich hoffe, es ist kein random Polizist, der mich anfängt anzuschießen. Und ich sehe da innen drin... Oh, ich sehe da Uhren. Ich glaube, ich sehe da Uhren noch, die noch ausgeraubt werden können. Okay, dann müssen wir mal mitnehmen. Oh, ich glaube, der Polizist, der... haut der ab? Ich hoffe, der Polizist haut ab. Bitte, bitte, bitte. Nicht um mich schießen. Nicht um mich schießen. Ich würde nur parken, nur P machen. Ja, genau. Lenk den ab, genau. Lenk den ab. Okay, nur...
meine Karre parken. Darf ich nicht parken? Oh, er kommt mit dem Katana. Ja, oh, mit Machete. Ja, okay, tschüss. Oh, warte, da raubt einer aus. Da raubt einer den Diamanten aus. Oh, kein Clown. Nein, ich habe nicht geklaut. Schade, ich habe ihn nicht geklaut. Oh mein Gott, aber hier ist noch Schmuck. Komm, Vincent, Schmuck innehmen. Oh, komm, Schütze draußen. Egal. Auf den Schmuck konzentrieren. Da geht gerade die Party draußen ab. Alles mitnehmen. Rechnen das klauen? Nee, kann ich nicht. Okay. Egal, wir haben ein bisschen Ware, aber ich würde gerne Diamanten mal mitnehmen, ne? Okay, wir geben einfach mal Gas. Wir hauen das mal ab. Wir gehen erstmal. Warte, wir können auch den LKW, den Dings machen. Den Container, den können wir auch machen. Fällt mir gerade ein. Egal. Wir haben Schmuck. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zum Dealer. Ich müsste das gewesen sein. Ich bin gerade unsicher. Fahren wir mal zum Dealer hin und gehen den Schmuck ab. Wo ist der Dealer? Hier ist der Dealer. Hä? Wo ist denn der Dealer? Egal. Wir parken einfach mal die Karre hier. So, da ist der Dealer. War das der nicht? Ich glaube, das war der, den wir den Schmuck verkaufen konnten. Oder ist das doch der Schmuggler? Ich bin mir gerade unsicher. Nee, hier, zack. Item verkaufen. Easy peasy. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir nochmal hier schnell eine Bombe, wenn wir schon mal hier sind. Wir gehen dann nach oben zu den Containern und rauben die aus. Aber davor wechselt natürlich erstmal das Auto. So, als nächstes auf der Liste ist mein beliebter und heißgeliebter T6 natürlich am Start hier. Damit werden wir jetzt den Schiffcontainer mal ausrauben. Wie gesagt, ich finde den mega geil, den Wagen. Und der ist einfach top. Also wie gesagt, wenn man einen Wagen braucht, der viele Sitzplätze hat, sehr billig ist. Also das heißt billig, also einsatzweise billig. Schnell ist und trotzdem halt irgendwie auf eine Art geil ist. So im allen ganzen Paket, dann ist es einfach der T6. So. T6 ist einfach on top. So. Fahren wir mal kurz einmal hier zum Containerhafen hin. Ich hoffe, es wird nicht aufgesprengt, weil das wäre sehr unpraktisch, wenn das jetzt aufgesprengt wäre. Und dann, ja, ist halt gleich hier richtig Rambazamba. Oh, ich sehe da schon ein Auto entgegenkommen. Ich hoffe, man hat jetzt nicht irgendwie den Container da befummelt. Deswegen gehen wir kurz mal schnell rein und wir gucken mal, wo der Container ist. Also da oben ist er nett. Und wie sieht's... Oh, hier ist schon einer, der will den Safe ausrauben. Okidoki. Wir gucken mal nach. Da qualmt schon irgendwie. Ich glaube, der wurde schon ausgeräumt. Dann sind wir zum Grünen. Wir gehen einfach zum Grünen. Der wird ihm doch sicherlich hier helfen. Komm, wir gehen hier zum Grünen. Machen. Ah, der ist auch zu. Oh, okay. Ja, das ist ein bisschen doof. Okay, der Tresor ist jetzt hier offen. Und ich würde sagen, wir legen los hier mit dem nächsten Raub. 3, 2, 1 und let's go. Oh, ganz viel Gold. Ganz viel Gold auf jeden Fall hier am Start. Zack. Lassen wir den anderen bringen noch was offen hier. Zack. So. Und. So, dann haben wir gerecht aufgeteilt hier und können abhauen. Let's go. Damit haben wir den T6 auch endlich dann los. Lustigerweise, dass es schnell ging. Und werden dann gleich zum ganz großen finalen Fahrzeug dann rüber switchen gleich. Erstmal würde ich sagen, weil wir haben ja schon, ja, ein ganz schön krasses Auto hier. Also wir sehen mal, der Bugatti da, der zieht natürlich ein bisschen jetzt ab. Aber der Wagi, der geht auch ganz schön gut ab. Und jetzt müssen wir nur noch natürlich einen Schmuggler finden oder einen Dealer. So, nehmen wir einen Dealer, der ist da hinten. Oh, zack, let's go. Und können es dann gleich dort verkaufen bei dem. Und werden dann die Ware ganz, ganz schnell los hier auf jeden Fall. Und einmal hier rüber und dann sind wir auch gleich schon da. So, hier müsste das sein. Oh, der ist da im Ding drin? Fragezeichen. Oh, wir müssen da wie reinlatschen, ne? Kann das sein? Okay, wir latschen einfach rein. Wir setzen unser Auto jetzt mal kurz hier hin. So, zack, zack, zack. Und latschen einmal kurz in diesen nervigen Zaun hier rein. Aber bis jetzt einigermaßen ruhig. Also aktuell, wir kommen gut schnell voran. Wir sind unter 9 Minuten gerade. Also das ist ein richtiger Speedrun hier sogar schon. Eiliger Kacke. Und in 3 Sterne. Uiuiuiuiuiui. Hoffen wir mal, kommt die Polizei nicht, ne? Das wäre ein bisschen fatal. Wir meinten jetzt hier bei dem Spot. Der ist wirklich ekelhaft. Also der ist wirklich hui. So, einmal Gold verkaufen. Zack, Gold verkauft. Easy. Wie viel haben wir aktuell? 6,3. Schmackhaft. Oh oh. War Polizei? Ich höre Polizei zu reden. Keine Polizei auf jeden Fall hier. Interessant auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann checken wir mal kurz so ein neues Auto ab. Und dann werden wir mal gucken, was wir dann so übrig haben noch. Als nächstes auf der Liste haben wir den lieben Cayenne, den Porsche. Und den können wir jetzt nutzen auf jeden Fall hier, um die Bank auszuräumen. Oder für eine Tankstelle. Ich guck mal noch nach. Wir haben ja, können auch kurz mal eine Tankstelle gucken. Ja, wir haben ja nur 2 Läden gemacht, aber keine Tankstellen gemacht. Das ist ja der Unterschied. Deswegen gucken wir mal, was die Tankstelle hier so macht. Ob es sehr gut geht oder nicht gut geht. Und dann werden wir diese ausrauben auf jeden Fall, wenn es sehr gut geht und der geht's gut. Okay, Leute, dann wird der Porsche dafür genötigt, hier diese Bank, oder die Bank, den Laden hier auszurauben. Oder die Tankstelle, hat gesagt. Na, komm. Oh ja, ganz viel Knete wieder hier. Alles aufsammeln. Wichtig und richtig. So, einmal hier. Okay. Bis jetzt, also ich habe Polizei in der Nähe gehabt, aber bis jetzt, glaube ich, die schimmeln irgendwie nur an einem Spot ganze Zeit. Ah, nicht den hier nehmen. So, perfekt. Und dann haben wir das auch erfolgreich erledigt. Dann können wir gleich sofort rückwärts fahren wieder und den Wagen wieder umtauschen. Ach Mann, dann kommt dann jetzt auch das große Finale, nämlich die Bank. Und ich hoffe mal, die ist offen, weil ich habe keinen Bug, wenn die Bank nicht offen wäre, ne? Und für die Bank nehmen wir nun das dickste Geschütz, nämlich den Bugatti. Und ja, der wird auf jeden Fall unser Leitfahrzeug sein für die Bank auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, wo wir noch eine Bombe bekommen. Leiter habe ich noch, das ist perfekt.
Das heißt, auch alles nur noch eine Bombe. Da gucken wir uns aber ohne Waffengewalt da reinkriegen, sondern nur mit Bombengewalt, mit Explosionsgewalt. Aber wo ist denn da ist der nächste Dealer? Oh je. Okay, wir fahren halt zu dem dann hin. So, einmal kurz umdrehen und dann ab dahin für und let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, noch keine Polizei bisher, obwohl es ja eine Polizeiwache ist. Bombe, Bombe, Bombe. Bombe ist hier unten. Und noch ein Schlag hin, komm. Der ist ja for free. Nimm ihn mit. Dann hoffen wir jetzt, dass die Bank, wie gesagt, funktioniert. Wäre sehr cool, wenn es funktionieren würde. Die Bank ist hier, zack, hallihallo. Und oh, 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 hier ist schon Polizei, ne? Hier ist schon, oh. Bruder, weiß ja nicht. Aber wir können es trotzdem wagen. Wie gesagt, wenn wir es nicht schaffen, ist Challenge gefailt. Aber bis jetzt sieht doch einigermaßen gut aus. Sieht doch gut aus. Er fährt weg. Was willst du mehr? Und die Bank ist zu. Das ist doof. Und wir sind noch einmal neu hier, weil, wie gesagt, vorhin war die Bank ja zu und wir wollen eine offene Bank haben. Jetzt habe ich ein bisschen gewartet und wir gucken mal. Perfekt, die ist auf. Das heißt, rein da, zünden und let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, komm, wir suchen das jetzt hier. Wir pullen das jetzt hier. Wie gesagt, wir erstmal die Tür aufschlagen, schon mal die Leiter bereit machen im Fall der Fälle. Aber bis jetzt hört sich alles sehr ruhig an. So, Leiter hinsetzen schon mal. Ungefähr so. In der Zeit klauen wir mal den anderen Kram hier. So. Easy. Zack. Und zack. So. Einmal hier das Ganze noch mitnehmen. Wie gesagt, hört sich aber bis jetzt ganz ruhig an. Also ich höre keine Polizei oder sonstiges. Das ist sehr gut gerade. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm. Deswegen nehmen wir alles hier mit. So. Und. Oh. War ein Autoreifen. Komm, kann ich hier ganz mal ausrauben jetzt hier noch? Oh, jetzt kommt da was. Bis jetzt vielleicht noch keine Motorengeräusche. Oh, jetzt setze ich wieder raus. Eh noch Kleingeld. Das ist eh nur Kleingeld. Oh, da kommt ganz schön viel. Da kommt ganz schön viel. Oh ja, das ist SEK. Oder irgendwas Geheimes. Okay, bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Oder jumpen wir hier vom Dach, glaube ich, runter. Da laufen sie überall. Oh mein Gott, wir waren ja richtig lucky. Oh mein Gott, komm jetzt noch das Auto. Okay, die verhaften den Verkehrten. Oh, und weg hier. Und weg hier, und weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott. Und weg hier. Oh, hab ich nicht. Oh mein Gott, ich hab's alle gedribbelt. Muss mal kurz noch gucken, wo ist jetzt hier der nächstgelegene Verkäufer? Ja, an diesem doofen Bot ist das, glaube ich. Aber egal, wir können das polen. Oh mein Gott, komm. Und, okay, passen wir mit dem Auto durch. Und wir haben es... Wo ist es? Geschafft. Easy. Ja, easy die Challenge auf jeden Fall. Kein Problem für den Allerechten.